Hi und herzlich willkommen zu Part 29 unseres Recht und Unrecht Let's Plays mit Mara und Moritz. Im letzten Part ist ja unser kleiner Felix geboren. Ich habe schon gelesen, dass ihr den Namen richtig süß findet und ihr euch auch freut, dass er jetzt da ist und dass er auch Felix heißt. Und wir werden in diesem Part auf jeden Fall unseren Eltern den Kleinen vorstellen, weil die haben den jetzt noch nicht gesehen. Das heißt, wir werden so ein kleines Familientreffen einberufen, dass sie den Kleinen mal kennenlernen. Und wir werden auch Erik und Trudi einladen, dass auch die den Kleinen kennenlernen, weil die kennen den nämlich auch noch nicht. Da freue ich mich jetzt auch drauf. Im Zusammenwachsen Let's Play geht es auch schon voran. Also da werdet ihr Mara und Jonas auch nochmal sehen im Part vom, ich glaube, Part 34. Ist das dann schon online? Am Freitag wird es online gehen. Da könnt ihr dann gerne nochmal schauen. Da hat nämlich die Hochzeit stattgefunden. Sehr, sehr schön auch gewesen. Was wir heute noch machen werden, ist Moritz eine Freundin besorgen. Also wir haben ja gesagt, wir wollen so eine Caroline Forbes. Nicht alle von euch wussten, wer das ist. Das ist auch überhaupt nicht schlimm. Es ist auf jeden Fall eine Simmin, die einen sehr spannenden Charakter haben soll und auch vielleicht einfach Moritz mal so ein bisschen in die Schranken weist und sagt, hey Junge, so geht es nicht. Wenn du mich magst, dann sei mit mir zusammen. Bist du einfach eine, die auch sagt, was sie will und auch sehr stark ist, aber trotzdem auch sehr liebend und sehr gefühlsintensiv. Und ich habe mir super viele Sims von euch angeschaut. Ihr habt ganz, ganz viele erstellt. Also vielen Dank dafür. Und ich fand es auch super, dass nicht alle sie Caroline genannt haben. Es war natürlich kein Muss, dass sie also nicht Caroline heißen soll. Es waren, wie gesagt, sehr viele mit dem Namen dabei, was auch absolut super war. Und ich habe mir jetzt, ich glaube, 5 insgesamt rausgesucht, die, oder 4? Nee, 5. Nee, 4. Ich weiß nicht mehr, 4 oder 5, die ich jetzt in Sanmai Shuno einfach mal in ein Apartment gesetzt habe. Und Moritz wird heute blind daten, habe ich mir überlegt. Wir gucken mal, dass wir mit allen ein Date machen und mal gucken, wie die sich so verstehen, wie das so vibet und wie er sie so findet. Und wenn wir die perfekte Kandidatin für ihn gefunden haben, kriegt die auch nochmal einen CC-Makeover und die anderen kommen dann wieder raus. Aber vielen Dank an der Stelle fürs Erstellen. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit diesem Part und let's go! Boah, mir ist gerade aufgefallen, dass ich Erik und Trudi gar nicht in diesem Spielstand habe. Noch nicht, weil die ziehen ja bald hierher. Aber noch sind sie gar nicht hier drin. Das heißt, die kann ich jetzt gerade gar nicht einladen, ohne dass ich sie jetzt extra nochmal platziere. Das ist aber nicht so schlimm, weil die sind eh gerade, ich habe es eben gesagt, im Hochzeitsstress. Die haben gerade geheiratet. Die kommen dann, sobald sie hier leben, zu Besuch und lernen den Kleinen kennen. Ja, das eilt ja jetzt nicht so wie bei ihrer Familie. Und wir sind auch wieder zurück in unserem Winterwunderland. Wie schön ist das bitte? Ich liebe einfach den Schnee. Nee, es sieht immer so schön aus mit diesem Holz und unseren Häusern. Einfach ein Träumchen, ey. Wo ist denn der Kleine? Der liegt hier oben in seinem Bettchen. Ja, und viele von euch haben geschrieben, er ist wahrscheinlich wirklich ein Wolf, ne? Also, vielleicht ist er ja auch ein schlummerndes Wölfchen. Das wissen wir ja nicht. Mara ist ja auch eine schlummernde Wölfin und Moritz ja auch. Vielleicht bricht es auch bei ihnen nie aus. Aber es ist schwierig. Es ist sehr, sehr schwierig. Wir werden das auf uns zukommen lassen müssen. Jonas, was geht? Du willst doch bestimmt mal was snacken, oder? Komm, geh mal hier hin und hol dir mal was. Wie viel Uhr haben wir denn? 4 Uhr morgens. Oh mein Gott. Und die sind alle schon wach. Mara, was machst denn du hier? Fernseh gucken. Nimm dir auch mal was zum Frühstücken. Wie hast du geschlafen, Schatz? Oh, eigentlich ganz gut, doch. Ich habe gut geschlafen. Ich war nur, naja, ein bisschen unruhig, weil ich habe jeden Moment darauf gewartet, dass der Kleine wach wird. Ging mir auch so. Ich war total aufgeregt die Nacht. Ja, voll. Aber er hat gut durchgeschlafen, oder? Er ist nur 2-mal wach geworden. Und die Frauenärztin meinte, das kann in der ersten Nacht wirklich sehr viel mehr sein. Ja, das stimmt. Das hat er gut gemacht. Er ist einfach ein Großer, ne? Ja, das stimmt. So, dann unterhaltet euch doch mal. Na, wie war eure erste Nacht? Hat der Kleine euch schön wach gehalten? Hey, ging voll. Der hat gar nicht so viel geweint. Wir haben ihn nur 2-mal füttern müssen, gell? Ja, ja, 2-mal. Okay, und das ist jetzt gut? Das ist mega gut. Na klar. Er kommt ganz nach Jonas. Der ist auch immer sehr nett und so. Naja, ist einfach toll. Okay, jetzt liegt da Essen hier rum. Okay. Was können wir machen? Er muss eine Stunde schreiben, wenn er inspiriert ist. Wie kann man denn inspiriert sein? Durch eine Dusche. Erfrischend oder nachdenklich? Ja, Dusche nachdenklich. So, unser Kleiner ist eingeschlafen. Super. Okay, unsere Eltern kommen heute, ja? Ja, ja, ich weiß. Alles gut. Ich bin da auch ready für. Okay, gut. Bist du noch in Elternzeit, Mara? Du solltest dir auf jeden Fall Elternzeit nehmen, wenn du das noch nicht gemacht hast. Urlaubstag nehmen? Hä? In Elternzeit gehen, genau. Ich glaube, Jonas nimmt sich aber auch Elternzeit, oder? Ja, wir gehen beide in Elternzeit. So, Mara ist jetzt in Elternzeit. Super. Sehr schön. Ja, das ist ihr wichtig, meine Lieben. Mom und Dad kommen heute vorbei. Und Liam auch.
Oh, schon wieder? Die waren doch erst da. Hä? Natürlich kommen sie vorbei. Und ich glaube, dass wir mit Mara tatsächlich auch mal kurz in den Kass gehen. Ich will ihr ein, zwei neue Outfits holen, weil ich sehe mich immer super schnell an den Outfits satt. Ich weiß nicht, ob euch das auch so geht, aber ich kann sie schon wieder nicht mehr sehen. Also Mara kann ich super sehen, aber ihre Outfits gerade nicht mehr. Deswegen wäre es, glaube ich, schön, wenn wir ihr so ein, zwei neue Outfits geben und vielleicht auch mal wieder andere Farben, weil wir haben viel Gelb momentan. Wir haben so viele Outfits, ne? Und trotzdem kann ich die schon wieder alle nicht mehr sehen. Wir geben ihr zwei, drei neue Outfits und sind dann gleich wieder da. Mal ein paar neue Outfits gegeben. Es ist vom Stil her immer noch ähnlich, aber nicht mehr ganz so krass schick. Ich habe jetzt, na wobei, es ist trotzdem schick, ne? Ich habe zwischendurch auch mal geguckt, dass es ein bisschen sportlicher ist, aber ja, finde ich sehr, sehr süß. Okay, dann speichern wir mal. Bei Moritz müssten wir eigentlich auch bald mal neue Outfits machen, aber da, naja, warten wir noch ein bisschen. Ich muss unbedingt Männer-Sisi shoppen. Ich habe fast nichts, ne? Ich weiß, ich sage das jedes Mal und shoppe dann trotzdem wieder nicht, weil ich es wieder vergesse, aber jedes Mal, wenn ich im Kass bin, denke ich mir so, ich brauche neues CC für Männer. Ja, und Mara hat ja durch die Geburt jetzt natürlich ein bisschen zugenommen, das ist ja ganz klar. Und das finde ich auch super schön, dass das bei Sims so ist. Ich lasse sie mal ein bisschen Sport machen, einfach, dass sie fit bleibt. Und ich glaube, dass ihr das auch ganz gut tut, jetzt wo sie eh zu Hause ist und nicht viel machen kann und sich um den Kleinen kümmert, während der schläft, dass sie dann einfach ein bisschen sportelt. Und ihr Bruder kann ja mitmachen. Das heißt, die können dann auch ein bisschen quatschen nebenher. Tierfreundliche Sims. Ja, warte mal, was? Moritz mag tierfreundliche Sims nicht. Tiere sind langweilig, genau wie du. Danke, Moritz, für nix, ne? Und Moritz, wie sieht's aus? Hast du jemanden kennengelernt? Ey, yo, hast du jemanden kennengelernt? Gute Frage. Nein, wieso? Naja, ich fänd's schön, wenn du mal jemanden mit nach Hause bringst. Boah, du klingst ja fast wie so eine Mom, ey. Was mit dir? Nee, aber vielleicht habe ich heute ein Date. Ein Date? Wie cool. Ein Blind Date oder was? Ja, ja, ein Blind Date. Ich dachte, ich probiere mal was Neues aus. Das ist so aufregend. Cool. Ich wünsche dir viel Spaß. Aber denk dran, dass Mom und Dad kommen. Ja, pff, ja. Gott. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob die Mädels hier erscheinen. Also die Frage, ob ich die auch finde, ne? Ich habe mir jetzt deren Namen gar nicht gemerkt. Bonnie Forbes, Carla Forbes, Caroline Forbes und es war noch eine. Und Thalia. Genau, das waren sie. Also vielleicht erkennt jemand von euch eure Simin wieder. Also vielen Dank nochmal fürs Erstellen an alle, die mitgemacht haben. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mit Bonnie an, weil sie mit B ist. Und er soll einfach mal mit ihr chatten jetzt. So, und Mara, ja, komm, du kannst ja ein bisschen mittrainieren mit ihr. Wir müssen natürlich schauen, dass wir oben das Kind hören, wenn es weint, ne? So, schreibt er jetzt hier schon mit ihr. Wir werden mit allen dieselbe Interaktion durchführen. Ich glaube, da geht sogar dann noch direkt eine Liebesleiste hoch, soweit ich mich erinnere. Ja, ja, da flirtet auch direkt los, ne? Das ist so typisch für ihn. Also wir machen jetzt nicht in dem Sinn Blind Date, sondern wir werden mit jedem einmal so eine Interaktion machen. Erst Bonnie, dann Carla. Kontakt knüpfen. Ah, warte mal, ich warte jetzt erstmal, wir machen mal eins nach dem anderen. Wir warten jetzt mal, bis er mit Bonnie durch ist. Oh nein, Mara hat sich beim Sport verletzt. Och, Maus. Achillesferse. Mara hat sich den Knöchel verstaucht. Oh, wir müssen es eine Weile ruhig angehen lassen. Brustverstopfung. Mara fühlt sich unruhig. Sie muss abpumpen, Leute. Oh mein Gott, sie muss abpumpen. Wir werden also schnell oben jetzt, wie geht's denn unserem Kleinen? Oh, der weint eh. Dann kannst du ihn vielleicht gleich mal stillen gehen. Oh, die Arme. Deswegen ist sie so langsam. Schaut mal. Sie läuft ganz langsam, weil sie sich die Achillesferse verstaucht hat. Das muss wehtun, ey. Haben wir gar kein Treppengeländer? Muss ich da nochmal gucken. Hey, Felix, Schatz. Guck mal, die Mama ist da. Ja, da müssen wir die... Ah, wobei, jetzt geht's, glaube ich, wieder. Mal gucken, ob wir das mit dem Abpumpen machen müssen oder ob das auch so geht. Dann kannst du ihn mal ein bisschen liebkosen, mit ihm reden. Ich glaube, Jonas kommt jetzt auch hier hoch. Und dann kannst du noch die Windel wechseln. Wieso haben wir Geld bekommen? Tantieme, süß. So, wie läuft's? Okay, erst glaube ich jetzt... Bist du jetzt fertig? Wollte ja gerade ins Bett gehen. Jetzt habe ich nicht geschaut, was er machen wollte. Das wäre so witzig gewesen, wenn er jetzt ein Wuhu gemacht hätte. Verdammt, ich hätte es nicht wegklicken dürfen. Ich wollte wissen, was er... Oh mein Gott, einfach in love mit ihr jetzt. Okay, wir machen das Gleiche jetzt mit Carla. Hilfe. Und wenn wir mit allen uns so kennengelernt haben, dann schauen wir natürlich mal, wie so die
die Beziehung ist, ne? Also wie es so läuft. Bin mal gespannt, weil die haben auch unterschiedliche Charaktereigenschaften. Sie möchte von Idee erzählen, das kannst du machen. Drücke Erleichterung über die gut gelaufene Geburt aus. Ja klar, erzähl ihm, wie glücklich du bist, dass es so gut geklappt hat. Und dann kannst du ihm von deiner Idee erzählen. Brillante Idee mitteilen. Ich bin so glücklich, Jonas, dass die Geburt so gut lief. Ich hatte solch eine Angst. Und ich habe mir überlegt, also der Kleine ist jetzt noch super klein und so, aber ich kann mir schon vorstellen, Schatz, dass wir noch ein Kind bekommen. Wie siehst du das? Stell dir doch vor, dass Felix ein Geschwisterchen bekommt. Ja, voll, unbedingt, natürlich, kann ich mir gut vorstellen. Oh, wow, cool. Also vielleicht nicht sofort, wie gesagt, aber ich würde mich total freuen, wenn er, naja, ein Geschwisterchen hätte. Ich bin ja auch so froh, dass ich meinen Bruder habe. Also ich habe ja zwei Brüder, aber Moritz war mir immer so ein toller Bruder. Und der Kleine ist natürlich auch toll, also Liam, aber ja, das ist schon schön. Gut, jetzt quatschen sie hier noch. Und ich würde sagen, dass wir uns jetzt mal umziehen und dann die Eltern einladen. Okay, meine Familie kommt dann bald. Bist du bereit? Ja. Oh Mann, es wäre schön, wenn Erik und Trudi auch Zeit gehabt hätten. Ja, voll. Aber ich verstehe es doch. Die heiraten jetzt morgen. Die haben viel zu tun und so. Und ich freue mich schon mega auf die Hochzeit. Weil die Hochzeit findet ja offiziell am Freitag statt, im Freitag-Part. Und heute ist Mittwoch. Also wenn ihr es seht, ist Mittwoch. Deswegen ist es, ne? Ihr wisst schon. Mhm. Ja, ich freue mich auch total. Das wird bestimmt total aufregend für die beiden. Und ja, sie werden ihn kennenlernen, sobald sie dann hier wohnen. Die wollen umziehen. Hast du das schon mitbekommen? Ja. Erik hat da was geschrieben per SMS. Und Trudi hat mir direkt danach auch nochmal geschrieben, dass sie unbedingt hierher ziehen wollen. Ich finde das richtig cool. Ich glaube, das ist schön, wenn sie hier in der Nähe wohnen würden, oder? Ja, ich finde es voll krass, weil ich glaube, sie machen das echt für mich, oder? Ja, also Trudi hat mir geschrieben, dass es wohl bei ihnen auch gebrannt hat im Haus. Deswegen haben sie da jetzt so Angst. Aber natürlich, also sie werden es auch für dich machen. Und das ist voll schön. Ja, total. Vor allem, das ist einfach eine Riesenfamilie. Wie macht man denn dieses Schwitzen wieder weg, Leute? Können wir das Schwitzen ausschalten? Ich glaube, das ging doch hier irgendwo. Körpereinstellungen, Schwitzen. Gott, weil das finde ich jetzt unschön einfach, dass er die ganze Zeit rumschwitzt. So, jetzt laden wir mal Dad ein, Mom und wo ist denn Liam? Liam, wo bist du? Nee, wo war er denn jetzt? Da war er doch gerade eben hier. So, jetzt müssten alle da sein. Dann fügen wir mal alle in die Gruppe hinzu. Ja, ihr müsst schnell sein, weil draußen ist Sturm, ne? So, okay. Dann gehen wir mal, treffen wir uns mal im Kinderzimmer hier oben, beziehungsweise im Schlafzimmer. Hey, Liebling. Wow, du siehst super aus nach der Geburt. Wie geht's dir? Dad, hi, danke. Ja, mir geht's super. Also die Geburt, ich hatte so Angst, ne? Ich hatte wirklich solche Angst. Oh, Schatz, das kann ich so gut nachempfinden. Ich hatte damals auch so eine Angst, ne? Bei euch gleich auch noch Zwillinge. Das war so aufregend für mich. Und ich war noch Teenagerin, ich war so jung. Aber ja, es hat auch geklappt irgendwie. Ja, es ist wirklich aufregend gewesen, aber ich bin jetzt am Ende echt froh, weil, naja, die Geburt lief gut und war auch relativ schnell. Also ich lag fast 2 Tage in den Wehen, das war sehr anstrengend für mich gewesen. Aber, naja, mein Schatz war ja die ganze Zeit bei mir, ich musste nicht alleine sein. Ein Glück, lass dich mal drücken. Ja, danke schön, herzlichen Glückwunsch euch nochmal. Danke, danke. Schön, dass ihr da seid, ihr Lieben. Oh, jetzt ist er gerade eingeschlafen, aber hier ist er. Das ist der kleine Felix. Oh, Felix, das ist ein toller Name. Felix ist so ein schöner Name für ein Baby. Och, süß. Ja, ich denke auch, dass Felix gut passt. Schau, Mom, das ist er. Oh, ist der süß. Ja, aber jetzt schläft er, wie gesagt, gerade. Weißt du, Mom, ich hatte nur ein bisschen Sorge. Oh, wieso denn Sorgen? Was ist denn los, Schatz? Naja, du erinnerst dich, wir waren doch auch, naja, unser Opa und Dad und wir. Was meinst du, Schatz? Meinst du die Blutlinie? Ja, die Blutlinie. Also, naja, ich meine, ich weiß, dass ich eine schlummernde Wölfin bin, Mom. Ja? Ich, auch wenn wir nie wirklich viel darüber gesprochen haben, weiß ich es ja. Und, naja, ich habe es Jonas nicht erzählt. Oh, okay. Und hast du jetzt Sorge, dass, naja, dass Felix ein Wolf sein könnte? Naja, er hat heute Morgen so ein komisches Jaulen von sich gegeben. Ich bin mir nicht sicher, ob das einfach nur sein Babyding war oder ob das was zu bedeuten hatte. Wie hast du das bei uns damals gemerkt? Oh, naja, ihr habt auch, wie soll ich sagen, also man hat das bei euch auch gehört und ihr habt, ja, also wilde Träume gehabt und euch ganz viel bewegt nachts, ganz aktiv und habt dann ab und zu mal gejault. Daran wusste ich dann, dass ihr wohl, naja,
am Wellfisch sein könntet. Und dann habe ich mit eurem Großvater damals gesprochen und er meinte, dass nicht jedes Kind gleich zum Werwolf wird, sondern dass man manchmal auch erste Zeremonie machen muss, dass es ausbricht. Das war natürlich euer Glück. Aber es könnte auch sein, dass das von Natur aus direkt ist. Ja, das könnte natürlich sein. Das ist ja in der Blutlinie drin. Aber das wäre doch ein starker Zufall, nicht wahr, Schatz? Ja, das wäre schon wirklich ein Zufall. Also gehe ich jetzt erstmal davon aus, dass er keiner ist. Keiner was? Schatz, wir kommen gleich. Okay, dann warte ich unten. Ja, ja. Also gehe ich jetzt davon aus, dass er kein Wolf ist. Ich würde es Jonas sagen, aber ich will ihn nicht unnötig beruhigen. Unnötig aufregen. Ja, sag's ihm vielleicht noch nicht, Schatz. Warte erstmal ab. Ich meine, doch ist er so klein und er ist gerade erst geboren. Das kann ein falscher Alarm sein. Warte erst noch, okay? Liam war es auch nicht. Liam war kein Wolf. Nein, Liam ist auch komplett ohne zur Welt gekommen. Es kann auch einfach Generationen überspringen oder einen nicht treffen. Na gut, Mom, okay. Liam, hast du ihn schon gesehen? Ja, echt süß, der Kleine. Richtig süß. Ja, schau, Mom. Oh, Leute, guck, wie süß. Oh Gott, Liam hat gar keinen Bock darauf. Kann das sein? Süß, ey. So, so süß, meine Lieben. Mara ist so eine stolze Mom, ey. Das ist so toll. Oh. Oh, die arme Maus. Ja, dann geh mal pieseln. Was hast du jetzt hier für ein Gefühl bekommen? Rivalen, weil ein Überflieger ist. Ihr Bruder wahrscheinlich, ne? Bestimmt gegen Liam. Hm. Nee, weiß ich jetzt auch nicht. Ja, die quatschen jetzt hier noch. Oh, der ist echt süß, nicht wahr, Schatz? Ja, total süß. Ich freue mich, dass die beiden so ein süßes Kind bekommen haben, nicht wahr? Ja, total süß. Naja, oh, Mara macht das schon toll. Sie ist so ein gutes Kind. Ja, sie ist so ein gutes Kind. Mensch, wir haben alles richtig gemacht, oder, Schatz? Ja, ich denke schon. Ich meine, die sind groß geworden irgendwie. Ja, bei Liam war es so viel einfacher, finde ich. Aber bei den zwei damals, ich war noch so jung und das war alles anders als geplant. Ja, das stimmt. Aber ich finde, wir haben es gut gemacht. Ich meine, sie sind auch schließlich groß geworden. Ja, das stimmt. So, Moritz, runter vom Laufband. Gehst du an deinen Computer gefälligst. Wir haben hier Dates. Ne? Okay, mit Carla lief auch gut. Jetzt werden wir noch das nächste machen. Und dann werden wir mal die Mädels so ein bisschen vergleichen, sage ich mal. Und mal gucken, mit wem er sich jetzt auf Anhieb besser verstanden hat. Dann haben wir hier nämlich noch Caroline Ford. Und danach noch die andere Lady. Was denn das für ein Ton? Och, Jonas guckt hier ein bisschen TV, okay. Murphy hat Hunger. Hä? Murphy, frisst doch. Was haben wir jetzt hier für eine Mucke am Laufen? Und Liam, bei dir alles gut? Liam ist einfach Preteen, ne? Süß. Ja, ja, alles gut. Ich mach mein Ding. Ja, cool. Und wie läufst du zu Hause mit Mom und Dad? Ja, gut. Ich mache meine Schulnoten gut und dann sind sie zufrieden. Ja, cool. Und wie ist es jetzt, so eine Mom zu sein? Voll aufregend auf jeden Fall. Jetzt quatschen sie hier noch ein bisschen süß. Ne? Ich bin echt froh, dass ich die Preteen-Mod wieder reingenommen hat. Das war eine gute Idee, Leute. Ich wollte ja eigentlich nicht, aber ich bin jetzt letzten Endes echt froh. Boah, Mara geht's richtig miese Prise, außer Kontrolle geraten. Oh ja, wir müssen abstillen jetzt. Okay, dann hole ich jetzt mal von der Mod, Childbirth-Mod, noch das Abpumpzeug, damit sie ihre Brüste abpumpen kann. So, aber das stelle ich, glaube ich, oben ins Schlafzimmer, weil ich glaube, das ist ein bisschen unangenehm, wenn es in der Küche steht. Das ist, wobei, das packen wir vielleicht auch dann einfach in ihr Inventar. Das sind diese Dinger hier nämlich. Dann geh erstmal nach ihm schauen. Oh nein, habt ihr es gehört? Das war eindeutig ein Jaulen. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Vielleicht ist es wirklich ein Wolf. Baby. Wir müssen eigentlich einen Mülleimer dahinstellen, weil der ist natürlich im Zimmer, ne? Naja, er wird ja im nächsten Part auf jeden Fall auch zum Säugling. Krass, Leute. So, dann pump mal bitte ab. Oh, da müssen wir gleich mal nachschauen. Oh, war das unser Oh, nice, Mara. Wir füttern ihm dann direkt mal die Muttermilch. Jetzt müsste es ihr schon besser gehen, ne? Okay. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich bin mal gespannt. Aber es kann, wie gesagt, auch ein schlummernder Wolf sein. Und ich spiele super ungern mit Wölfen, aber wir müssen mal schauen, wie sich's entwickelt, weil am Ende spielen wir dann vielleicht doch damit, ne? Also, ich bin ja immer offen. Auch wenn mich Wölfe richtig nerven, bin ich immer offen für sowas. Also, wir gucken einfach mal, wie sich's ergibt. Okay, das ist ihre Muttermilch. Vielleicht packen wir die direkt in den Kühlschrank, weil, oh, wir hatten halt schon jetzt echt ein paar Mal mit Wölfen gespielt. Ich weiß nicht, ob das so eine tolle Geschichte jetzt ist. Oder ob wir halt sagen, dass Mara und Jonas dann halt super schnell das Heilmittel machen für den Kleinen, ne? Dass wir halt sagen, wenn er es ist, dass wir das schnell beheben halt, ne? Weil ich glaube, dass ich nochmal ein Let's Play mit einem Wolf, weiß ich nicht, ob ich das schaffe. Level 5 der Erziehungsfähigkeit. Sie kann jetzt Verhalten von Kindern bestrafen. Für einen sanfteren Ansatz kann sie mit den Kindern über das schlechte Verhalten reden oder das Kind umarmen. Sie hat Zugriff auf weitere Möglichkeiten, dem Bedürfnis eines Kindes zu erfüllen. Nicer, dicer. So, Moritz, wie läuft's denn bei dir eigentlich, bevor wir jetzt vor lauter Baby... Er rennt schon wieder
wieder hier rum. Du sollst jetzt noch mit der letzten daten, bitte. So, wir haben jetzt Carla, Caroline, Bonnie und dann haben wir hier noch Thalia. Thalia finde ich vom Typ her auch super cool. Die hat so einen ganz anderen Stil einfach. So ein bisschen punkig, rockig, finde ich sehr, sehr nice. So, dann lernst du sie auch noch kennen und dann zeige ich euch die Mädels auch mal. Wer ruft denn an? Max Villarreal? Nee. Oh, sie hat immer noch ihren verstauchten Knöchel, ey. Die arme Maus. Alles in Ordnung bei dir, Mara? Oh, ich habe mir den Knöchel verstaucht. Oh, beim Laufband? Da musst du echt aufpassen. Ja, das brauchst du mir jetzt auch nicht sagen, weil es ist schon zu spät. Hab mich verletzt. Tut richtig weh. Oh, shit. Okay, ja, blöd. Ja, blöd. Echt blöd. Hm. Und wie läuft's bei dir? Oh, ich sehe, du bist auf der Dating-Plattform. Was machst du da? Flirtest du mit jemandem? Ach, ich guck nur so ein bisschen rum. Hey, das sieht mir aber nicht nach nur ein bisschen rumgucken aus. Die ist ja süß. Oh, warte mal, Anthony ruft an. Was will sie denn jetzt? Hey, Moritz! Sie spricht natürlich im Dialekt, den ich nicht sprechen kann. Akzent, ne? Und sie sagt, ich habe da jemanden kennengelernt. Ja, mach doch, Anthony. Mach doch. Oh, ich glaube, er hat Mara aus dem Zimmer geschmissen. Arme Mara. Die wollte doch nur ein bisschen zuhören und nerven, ne? Dann setz dich doch mal hier rüber und lies ein Buch, ha? Du kannst einen Erziehungsratgeber lesen. Erziehungsforen durchforsten. Und was machst du hier? Ja, du musst ein Buch schreiben, wenn du inspiriert bist, ne? Jetzt gerade bist du nicht ganz so sehr inspiriert. Aber ich lass mal sein Buch weiterschreiben. Okay, Moritz, wie sieht's aus? Haben wir's dann bald? Oh mein Gott, wieso denkt er denn jetzt an seinen Opa? Das war ja random gerade. Heute von ihm gesprochen, ne? Okay, erst durch. Wir haben alle kennengelernt. Dann schauen wir jetzt doch mal. Also, Bonnie war die Erste. Das hier ist Bonnie. Wir haben noch nichts über sie erfahren, außer dass sie die Highschool mit durchschnittlicher Note abgeschlossen hat. Okay, ja, wir sind gut kompatibel in der Theorie. Wir kennen aber noch nicht ihre Merkmale. Wir wissen auch nicht, ob er sie attraktiv findet. Dann haben wir Carla. Mit ihr hat er keine Kompatibilität. I don't know warum, aber auch spannend. Die hat auch nur einen Highschool-Abschluss. Mehr wissen wir nicht über sie. Dann haben wir Caroline. Genauso wissen wir auch nicht. Nicht viel, außer dass sie gut kompatibel wären. Und dann haben wir noch sie hier. Das ist Thalia. Okay, dann würde ich fast vorschlagen, dass wir... Wir haben jetzt schon 21.15 Uhr. Können wir mit ihr zu einer Verabredung gehen? Dass wir halt alle vier daten jeweils. Wir können, oder wir sagen halt wirklich, das ist so eine Blind Date? Nee, das können wir nicht machen. Wir werden jetzt mal alle nacheinander um eine Verabredung bitten. Erstmal Bonnie. Ich meine, er ist ja schon irgendwie auf der Suche nach jemandem, den er lieben kann, ne? Also, ja, der ist schon auf der Suche jetzt, meine Lieben. So, dann gehen wir einfach mal hier oben in die Rooftop-Poolbar. Da kann man sich, glaube ich, gut daten. Und die Mädels wohnen ja alle in San Myshuno, deswegen gehen wir jetzt mal hier hin. Hi, voll gut, dass es klappt. Wollen wir uns hinsetzen? Ja, hi. Oh Gott, direkt verschluckt. Ich weiß gar nicht, wie ich sie spreche, Leute. Hilfe. Okay, ich setze die beiden erstmal hier hin. Okay, jetzt quatschen wir mal ein bisschen. Oh mein Gott, er hat einen Attraktivitätsalarm auf die Bonnie. Okay, die findet er schon mal sehr hot. Als äußerst attraktiv empfunden. Aber wir wissen alle, Attractivity is not all, Leute. Das ist nicht alles. Wir müssen erstmal gucken. So, er ist jetzt erstmal ein bisschen charmant. Dann erzählen wir ihr mal eine Geschichte. Eine dramatische Geschichte. Wildes Gerücht verbreiten vielleicht. Wir sind direkt mal ein bisschen jokey und mal gucken, wie sie das findet. Dann flirten wir mal mit ihr. Nee, nicht zum Flitzen anstiften. Wäre natürlich spannend, ob sie mitmachen würde. Aber wir wollen sie ja kennenlernen. Ne? Zum neuen Job gratulieren. Was macht sie denn jetzt für einen Job? Oh, war das jetzt unangenehm? Sie ist wütend. Nach Karriere fragen? Sie ist wütend, Leute. Oh, sie kackt uns an. Oh, oh. Sie ist Werbesprecherin. Okay. Oh, das lief nicht gut. Oh, das lief nicht gut. Sie hat uns ein bisschen angefahren. Sie fährt uns schon wieder an. Sie ist Schauspielerin. Ach, cool. Okay. Gut kompatibel. Ehrgeizig. Okay. Ist sie aber auch eigentlich schön, wenn sie auch mal Kontra geben kann. Das ist ja eigentlich das, was wir wollen, ne? Wir wollen ja auch jemanden haben, der ihm sagt so, ey, Junge, so geht es nicht, ne? So, dann machen wir noch eine tiefgründige Unterhaltung. Hat er eigentlich Kondome einstecken, nur für den Fall, dass es ausartet? Ja, okay, gut. Weil wir wissen, wie schnell Moritz manchmal rangeht, ne? Kannst du ja mal kokett ärgern. Das ging ein bisschen runter. Jo. Oh mein Gott, das ist ein schönes Bild, Leute. Die Mädels kriegen dann, wie gesagt, auch alle ein Umstyling. Und gerade überlegen, ob ich ihr schon mal eine andere Frise gebe. Ich weiß aber nicht, ob dann die Romantik abbricht. Oh, sie ist ein bisschen kokett, Leute. Sie ist ein bisschen kokett. Seht ihr das? Seht ihr das? Ja? Ja, Moritz, was machen wir denn da mit dir hier, du kleiner Flirtian? Süß bist du. Ja, sie ist schon eine süße Maus. Müssen wir mal gucken, wie sich das entwickelt. Oh, sie hat uns einen Kuss zugehaucht. Hey, jetzt aber. Und wir müssen unsere Verabredung küssen. Wenn wir alle Ziele erreicht haben, werden wir das Date beenden. Vielleicht so ein Abschiedskuss dann, ne? Schon 2 Uhr morgens. Schwierig. War das jetzt die tiefgründige Unterhaltung? Na komm, eine tiefgründige Unterhaltung. Unterhalte dich jetzt tiefgründig, Moritz. Kann er nicht. Dann küssen wir sie. Okay, let's do it.
Oh, süß, ey. Der kleine Aufreißer, aber er sieht auch einfach hot aus. Wollen wir drüber reden? Yips, Tambra. Er weiß es auch, ne? Er weiß einfach, wie gut er aussieht. Oh mein Gott, es ist immer noch nicht zu Ende, aber er wird jetzt richtig müde gerade. So tiefgründige Unterhaltung. Oh, okay, ich weiß nicht, wo sie sind. Sie sind im Boden Liebe machen, Leute. Was? Entschuldigung, warum wurde denn jetzt kein Schutz verwendet? Moritz, du hast Kondome einstecken. Was ist mit dir? Oh Leute, nein. Ey, wenn die uns jetzt extra verführt hat, um ein Kind von uns zu bekommen, weil wir so toll aussehen, dann gibt's richtig Ärger. Es ist eine direkte Unterstellung, ich weiß, aber dann gibt's richtig Ärger. Verhütung, Kondome automatisch anlegen. Ja, hat ja nicht geklappt. Gut, wenn die Lady jetzt, Bonnie, wenn du jetzt schwanger wirst, Fräulein, dann gibt's mir richtig Zornado, da gibt's Ärger. Das ist kritisch, Leute. Und er denkt sogar darüber nach, Bonnie, aber... wir haben jetzt schon auch verhütet, oder? Du meinst, also, naja, ich war jetzt ziemlich, das war ziemlich, sowas mache ich normalerweise nicht, Bonnie? Ja, also normalerweise mache ich sowas nicht, mal eben kurz jemanden lieben oder so. Das war für mich jetzt auch komplett Neuland. Aber ich meine, du bist doch verantwortlich dafür, du bist doch der Kerl, wieso hast du keine Kondome dabei? Ich hatte, aber das ging alles so schnell jetzt, ich war jetzt gar nicht vorbereitet. Also Bonnie, das, aber du nimmst doch die Pille, oder? Ja, manchmal schon. Manchmal? Ich habe super viel um die Ohren, du hast gar keine Ahnung, wie mein Leben aussieht. Ich muss immer hier und da und natürlich nehme ich die Pille, ja. Leute, das wäre jetzt crazy, 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 crazy. Hauptsache, ihr hattet Spaß, ne? Ja, aber also ich muss jetzt los. Okay. War nett. War nett, Leute. War nett. Oh mein Gott, wie hübsch sie ist. Guck mal, wie toll sie geht. Ihre Gangart ist so toll. Bonnie, ey, wenn du jetzt schwanger bist, ne? Ich finde es voll witzig, dass sie Bonnie heißt, weil von Vampire Diaries ist die Freundin von Caroline Bonnie. Das ist super lustig. Naja, gut, dann geh halt, Girl. Wir müssen Bonnie im Blick behalten, werden aber, wie gesagt, auch noch die anderen Mädels daten. Wir gehen jetzt erstmal nach Hause, ey. Uff. Wir machen das so, wir werden alle daten und ich werde dann im nächsten Part, werde ich alle drei, wie gesagt, daten und dann werden wir eine Abstimmung machen? Oder wie machen wir das? Sollen wir da eine Abstimmung machen, welche von den vier Mädels ihr als neue Partnerin für Moritz wollt? Weil ich glaube, dass der mit allen sich anfreunden könnte. Oder wir, vielleicht schaffen wir noch ein Date heute. Wir gehen auch mit einer anderen zur Rooftop-Bar. Ich glaube, um die Uhrzeit wird sie die Verabredung nicht annehmen, oder? Wir probieren es mal aus und wenn sie es annehmen würde, geben wir ihm einen Drang, dass er wieder fit wird. Und dann tun wir einfach nicht so, als wäre 4 Uhr morgens. Komm, wir probieren das mal. Moritz, ruft da mal an. Dann werden wir jetzt, also Bonnie hatten wir kennengelernt, dann lernen wir jetzt entweder Carla oder Caroline. Wobei, wir könnten auch Talia nehmen, weil sie jetzt in der Leiste als nächstes kommen würde. Dann nehmen wir Talia, weil sie jetzt in der Leiste als nächstes kommt. Oh, es geht. Egal wie viel Uhr es ist, crazy. Dann gebe ich ihm mit seinen Belohnungspunkten jetzt aus dem Belohnungstor so einen Schlafersatz. So, mit ihr daten wir natürlich auch auf dem Rooftop, weil ich glaube, wenn ihr alle gesehen habt, ist es einfach eine Entscheidung zu treffen, wie wenn wir dann noch ein Part dazwischen haben, wisst ihr? Warte mal, gibt es nicht sogar so ein Stimmungslöser? Ich glaube, das ist das, was wir kaufen können, sodass er alles wieder auf Vordermann bringt hier. Weil dann stinkt er nämlich auch nicht gleich. Ja, das ist doch voll crazy, oder? Das hat jetzt alles verbessert einfach. Okay, dann setz dich mal mit ihr zusammen hier hin. Gucken, ob er mit ihr auch einen Alarm kriegt. Ja, hi. Wie geht's dir? Hi, du siehst ja wirklich genauso aus wie auf dem Bild. Cool. Ich war mir nicht sicher, ob du fakest oder ob du genauso aussiehst. Ja, klar sehe ich genauso aus. Also, du hast ja auch nicht geschwindelt. Also, auf deinem Bild siehst du auch so aus wie jetzt. Ja, das stimmt. Und wie geht's dir so? Was hast du so gemacht? Ich hatte vorhin ein Date. Was? Noch ein Date? Ja, ich wollte ein bisschen rumdaten und, ja. Ach so, ich dachte, ich wäre die Einzige, die du triffst. Naja gut, ich habe auch ein paar andere Typen noch kennengelernt. Und, ja, was machst du jetzt hier so? Lebst du hier, oder? Nee, ich wohne in Chestnut Ridge. Chestnut? Ist das nicht dieses Pferdekaff? Ja, also ist echt cool dort. Also es wirkt total unscheinbar. Aber es ist ein geiles Kaff. Also man kann da wirklich coole Sachen machen. Ah, cool, okay. Zeig mir mal, wie er sie findet. Als sehr attraktiv. Okay, er hat zwar kein kein Attraktivitätsalarm, aber er freut sich auch, sie zu treffen. Und er mag sie auch. Das ist die Hauptsache. Jetzt machen wir mal ein paar Witze. Mal gucken, wie sie so drauf ist. Klopf, klopf, Witz. Dann flirten. Oh, während des gesamten Gesprächs hatte Moritz den Eindruck, dass Talia ihn ziemlich attraktiv findet. Okay, dann machen wir tiefgründige Gedanken.
Das ging jetzt aber schnell, ey. Sie ist selbstsicher, okay. Ich hoffe halt nur, dass er jetzt nicht mit ihr auch noch Liebe macht. Nicht, dass er dann am Ende hier 4 Kinder kriegt, ne? Aber eigentlich habe ich eingeschaltet, dass er, ne, automatisch Kondome überzieht. So, dann küsst doch auch mal diese Verabredung. Ja, also war echt schön mit dir. Danke fürs Treffen und wir sehen uns dann vielleicht bald wieder, nicht wahr? Ja, okay, also bis bald. Ulalala, ulalala, ah, ah, ulalala. Schön. Okay, sie fanden es heiß. Gut. Okay, jetzt plaudern sie scheinbar noch ein bisschen. Leidenschaftlich küssen. Oje, oje. Oh, Mara, wieso? Du bist doch noch krank. Und außerdem hast du doch ein Baby. Okay, sie haben jetzt noch ein bisschen geknutscht. War schön. Oh, sie geht. Okay. Naja, gut. Aber dann war das doch ein nettes Date. Dann haben wir das mit ihr nämlich auch erledigt. Das war jetzt Bonnie und Thalia. Dann werden wir mal gucken, dass wir noch mit Carla und Caroline ein Date machen. Es geht jetzt alles ein bisschen schnell, meine Lieben, aber wir wollen uns ja dann auch wieder auf den kleinen Felix konzentrieren, der im nächsten Part auch zum Kleinkind wird. Jetzt treffen wir uns mit Carla, auch hier natürlich. So, wo ist sie? Carla, wo bist du? Carla kommt nicht. Doch, da ist sie. Auch eine tolle Gangart, die Lady. So, dann setzen wir uns genauso hier hin. Hi, du bist Carla. Ja, du bist Moritz. Ja, genau. Cool. Also ich freue mich voll, dass das klappt, dass du jetzt hier bist. Wie geht's dir so? Wie war der Weg hierher? Ach, durch den Schnee ist eigentlich total schön. Ich liebe Schnee, weißt du? Cool. Ja, Schnee ist nett. Ja, voll. Also Schnee ist schon schön. Es ist halt natürlich kalt, aber ansonsten ist eigentlich echt cool. Ich mag's. Wir flirten mal ein bisschen. Okay, wie findet er sie? Als sehr attraktiv. Okay, also es ist auf jeden Fall voll sein Beuteschema. Oh, Sims gleichzeitig verspielt sein lassen. Ich glaube, das kriege ich nicht hin. Mal gucken, ob wir was über sie erfahren können. Oh, sie hat's abgelehnt. Oh, what? Sie ist nicht so leicht zu haben, meine Lieben. Also nicht, dass die anderen jetzt leicht familienbewusst ist, Carla. Okay. Ja, meine Schwester hat gerade ein Kind bekommen. Deine Schwester, süß. Wohnt ihr zusammen oder was? Ja, ja, hier in Chestnut. Chestnut, okay. Aha. Ja, ist schön, ne? Chestnut soll eigentlich ganz cool sein. Ja, Chestnut ist echt schön. Also es wird total unterschätzt. Eigentlich richtig cool. Wir haben auch eine coole Bar dort und so. Vielleicht zeige ich sie dir mal. Während des gesamten Gesprächs hatte Moritz den Eindruck, dass Carla ihn ziemlich attraktiv findet. Okay, also auch. Aber es läuft nicht so gut tatsächlich. Also sie hat jetzt schon ein paar Mal unser Flirten auch abgelehnt. Ich probiere es jetzt aber nochmal, weil wir es bei allen so gemacht haben. Sie will es nicht. Mit der Verabredung flirten, wenn er kokett ist, Leute. Das werden wir nicht schaffen. Den kriegen wir nicht mehr kokett, ey. Und gleichzeitig verspielt sein lassen, werden wir auch nicht hinkriegen. Okay, Carla hat aktuell keinen Job, aber wir können auch jetzt gerade Nummern austauschen vielleicht. Okay, das hat geklappt. Okay, wir werden sie jetzt auch küssen, auch wenn es gerade keine Aufgabe ist. Versuche ich es mal. Nee, können wir nicht. Es funktioniert nicht so ganz. Also, mit Carla vibet es jetzt nicht so sehr. Okay, ich glaube, er verabschiedet sich jetzt dann auch von ihr. War okay, war jetzt nicht ganz so, wie er sich's vorgestellt hat, aber sie ist auf jeden Fall auch eine ganz Liebe. Ich werde jetzt gleich am Schluss nochmal kurz die Profile öffnen, damit ihr nochmal sehen könnt, was wir rausgefunden haben an Merkmalen. Und wir werden jetzt noch ein letztes Date machen mit Caroline. Oh, sie sieht ein bisschen grandig aus. Hi, Moritz. Hi, Caroline. Na, alles gut? Ja, alles gut. Und bei dir? Ja, bei mir auch. Wie läuft's? Gut? Was machst du so? Wohnst du hier? Ja, ja, ich wohne hier in San Myshuno. Ja, coole Stadt, oder? Ja, voll. Die Leute hier sind nice und sonst ist eigentlich auch alles ziemlich cool. Ja, ich wohne in Chestnut Ridge. Chestnut? Ach, cool. Ja, ich habe da eine Freundin, die da wohnt. Das ist nice. Was machst du so in Chestnut? Also, ich wohne da mit meiner Schwester. Du wohnst bei deiner Schwester? Nein, wir wohnen zusammen. Die hat eine Wohnung und ich habe eine Wohnung im selben Haus. Ach so, okay, ja, cool. Finde ich eigentlich ganz schön, wenn man mit der Familie zusammenbleibt. Wie groß ist euer Altersunterschied? Wir sind Zwillinge. Ach, Zwillinge, wow, cool. Wusste ich gar nicht. Nice, hast du gar nicht erzählt, dass wir gechattet haben. Ja, das ist auch immer ein bisschen schwierig da beim Chatten so irgendwie, ne? Okay, mit ihr läuft es auf jeden Fall schon viel einfacher. Sie ist auf jeden Fall interessiert. Ich weiß jetzt nicht, mal gucken, wie er sie findet. Als sehr attraktiv. Also er findet alle attraktiv. Bei Bonnie hatte er einen Attraktivitätsalarm gehabt. Sie ist selbstsicher. Okay, das passt natürlich auch gut zu ihm. Sie ist gerade ein bisschen angespannt. Da ging gerade was runter. Tiefgründige Unterhaltung nochmal. Und dann küssen wir sie und gucken, wie sie es findet. Falls es... Ah, es geht noch gar nicht. Oh nein, er ist gemein zu ihr. Sei nicht gemein zu ihr. Sei nicht gemein zu ihr. Oh nein. Okay, ich glaube, er ist halt auch gelangweilt, ne? Ich weiß nicht, wie gut das funktioniert, dann zu flirten, wenn er eigentlich gelangweilt ist. Gut, er hat jetzt das
vierte Date hintereinander. Und er ist ja nicht so der Typ, der gerne Süßholz raspelt. Ich glaube, das ist jetzt schon anstrengend für ihn. Oh, sie ist romantisch. Okay. Red mal mit ihr über deine Fitnesstechniken. Vielleicht kommt es ja gut an. Ja, ich gehe super gern pumpen, also im Fitnessstudio. Oh ja, ich gehe auch ab und zu ins Fitnessstudio. Wie cool. Bist du dann hier wo gehst du jetzt ins Fitnessstudio? Bei mir zu Hause. Ach was, du hast zu Hause ein Fitti? Ach cool. Ja, vielleicht können wir mal zusammen trainieren oder so. Okay, jetzt versuche ich den Kurs. Mal gucken, ob es klappt. Und die hat es wieder abgelehnt. Girl. Aber den ersten Kuss auch? Den will sie. Den will sie, Leute. Den will sie. Den ersten Kuss. Na, ich bin guter Küsser, oder? Huch, was haben wir jetzt? Mit wem willst du jetzt flirten? Nee, wir flirten jetzt nicht mit irgendeinem Felix. Wir sind eigentlich hier gerade voll in love. Felix, gehst du bitte? Oh nein, Moritz muss in einer Stunde zur Arbeit. Okay, dann beenden wir das Date. Das ist gerade schwierig gewesen. Oh, er hat ein Gefühl mit ihr erhalten. Also, wir gehen sie jetzt nochmal durch, meine Lieben. Und ich werde dann unter diesem Video eine Abstimmung machen. Und ihr könnt entscheiden, welche von den Girls wir eventuell als Freundin nehmen. Wenn wir merken, dass es trotzdem nicht klappt, weil die sich nur streiten, dann würde ich vielleicht nochmal gucken. Aber ich fände es auch gar nicht so schlecht, wenn er jemanden findet, mit der er sich auch mal streiten kann, ja? Also wir brauchen jemanden temperamentvollen für ihn. So, wir fangen mal hier mit Caroline an. Wir haben hier Caroline. Ihr müsst euch jetzt auf jeden Fall das Profil einprägen. Das ist Caroline. Die beiden sind Turteltäubchen. Sie ist selbstsicher, romantisch. Sie sind gut kompatibel und er findet sie sehr attraktiv. Er ist verknallt. Moritz kann es sich nicht erklären, aber er ist wirklich verliebt in Caroline. Okay, das ist natürlich sehr, sehr süß. Er ist verknallt in sie. Lasst euch noch nicht komplett davon beeinflussen, aber es ist schon mal gut gelaufen. Dann haben wir Carla. Carla ist familienbewusst, hat aktuell keinen Job. Sie sind Turteltauben und er findet sie sehr attraktiv. Dann haben wir Thalia. Sie ist selbstsicher, familienbewusst, sehr attraktiv und größere Nähe durch glückliche Erinnerungen. Aufgrund schöner Zeit, glücklicher Erinnerungen fühlt sich Thalia eng mit Moritz verbunden. Süß. Und dann haben wir noch Bonnie. Und mit Bonnie hatte er jetzt gerade ein Techtelmechtel, ein ungeschütztes. Also let's have a look. Ich weiß natürlich nicht, ob das jetzt, es kann auch sein, dass es einfach nur, ne? Also, dass sie jetzt nicht schwanger ist, vielleicht hat sie ihre Periode. Das klappt ja nicht immer beim ersten Mal, aber es wäre ziemlich crazy, wenn sie schwanger ist. Sie ist Schauspielerin, sie sind ein Liebespärchen, er findet sie äußerst attraktiv und sie wären gut kompatibel, sie ist ehrgeizig. Okay, also ziemlich coole Charaktere hier. Ich bin sehr gespannt, für wen ihr euch entscheidet. Ihr könnt jetzt unten abstimmen, ich habe nur so eine kleine Abstimmung hingemacht. Und ja, let's have a look, meine Lieben. Ich werde jetzt den Part beenden. Der ging jetzt länger als die üblichen Parts, nehme ich an. Auch wenn der jetzt geschnitten ist, müsste der relativ lang sein. Aber das ist bei dem, jetzt war es mal eine Ausnahme, ne? Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder, wenn ihr mögt. Da werden wir dann den kleinen Felix altern. Da freue ich mich schon drauf. Und ja, bis dann, meine Lieben. Auf Wiedersehen und tschüssli.